Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Cyberpunk 2077 mit meiner Wenigkeit Paxis. Endlich habe ich mal wieder Zeit gefunden und nehme jetzt wahrscheinlich 3 Folgen auf oder so. Mal schauen. Wenn wir mal wieder reinfinden in das Spiel hier. Hä, hatten wir nicht schon alles gelesen gehabt? Er müsste gleich hier sein. 1000 Schläge pro Sekunde, das kenne ich noch nicht, aber wir hatten doch eigentlich alles gelesen gehabt. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Für einen kurzen Moment dachte ich, dass Jessica sie gegen beschädigte Kiroshis ausgetauscht hatte, während ich schlief. Aber nein, so etwas würde sie nicht tun. Ich blinzelte. Keine Veränderung. Da waren sie, direkt vor mir, die offenen Klappen von Jasons Chromschädel. Ich sah das elektronische Hirn, das noch bis eben von perfekt imitierter Synthhaut bedeckt gewesen war. Der Sohn des CEOs von FutureTech, der Mann meiner Träume, Jason, war ein Android, scheiße. Ach doch, das kennen wir doch schon. Ja, verdammt. Du hast nichts von Hilfe von außen gesagt. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Lehn dich ans Auto. Das ist ja mal ein geiler... ans Auto lehnen. Okay, wieder Plan aus. Ans Auto lehnen, gibt's ein Problem. Das ist ja mal eine geile Vorgabe. Okay, wie willst du das durchziehen? Still und leise. Ein offener Angriff wäre Selbstmord. Mitch kümmert sich schon um die Drohne. Du schleichst dich ins Wraith-Lager, ich deck dich. Nur wir beide, was machen die anderen? Still und leise, okay, perfekt zu zweit. Moment, heißt das, nur wir zwei gehen rein? Und was ist mit euch? Sieh dich um! Die letzten Angriffe haben die Hälfte von uns ausgeschaltet. Unsere Vorräte hängen irgendwo bei Reno fest. Und die Ausrüstung ist Rotz. Wir stecken bis zum Hals in der Scheiße. Wer weiß, ob wir uns da je wieder allein rausziehen können. Also tun wir was so... Euer Anführer wird geschnappt und ihr hofft auf das Beste? Ich denke lieber nicht darüber nach, was ihr für die Schwachen unter euch tun würdet. Du hast echt Nerven. Lass ihn, Carol. Er kann es nicht verstehen. Mitch ist da. Ich habe eine Drohne zum Wraith-Lager geschickt. Willst du es dir ansehen oder lieber noch weiter rumnörgeln? Mitch, wie geht's dir? Gut, wenn man alle Probleme mit Panzerband lösen könnte. Aber du solltest dir um Saul Gedanken machen, nicht um mich. Riskierst du mal einen Blick? Dann sehen wir mal, was wir haben. Die Ruffen können sie nicht sehen. Tarnung ist an. Aber das frisst massig Akku, also beeil dich. Haben sich in der Zementfabrik breit gemacht. Mit einer Menge Ausrüstung. Die sind wie Heuschrecken. Schwärmen irgendwo ein, fressen alles kahl und gehen wieder. Aber diesmal. Siehst du die Wand? Die haben primitive Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Das spricht dafür, dass sie planen, länger hier zu bleiben. Frage ist nur, warum? Ich wette, einer der Gründe ist Saul. Wenn er noch da ist. Wir müssen da rein. Der Wachposten dort ist bestimmt mit dem Rest des Lagers verbunden. Dort gehen wir rein? Vielleicht, aber es gibt auch Lücken in der Mauer und schlecht bewachte Bereiche. Siehst du die Spuren? Reifenspuren. Ihre Fahrzeuge waren schwer beladen. Ausrüstung gewesen sein. Das oder Saul ist nicht ihr einziger Gefangener. Okay, ich hab's gescannt. Vielen Dank. 3 Spuren führen zum Laster. Kannst du ihn scannen? Drin haben sie bestimmt Zoll festgehalten. Geile Info. Der Verkauf dieses Modells sorgte für 16% von Militechs Einnahmen im Jahr 2076. Ein Fahrzeug, das vermutlich zum Schmuggeln von Waren und Personen verwendet wird. Wird wahrscheinlich ein großes Geballer, wenn wir hier eindringen wollen. Das Hauptgebäude, da. Da müsste Zoll drin sein. Das ist riesig. Klingt wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wenn sie noch nicht alles aus den Wänden gerissen haben, könntest du das lokale Kameranetz hacken. Du musst nur den Kontrollraum finden.
Untersuche das Hauptgebäude, ja, was soll ich denn machen? Ich hab's doch untersucht, hallo. Also die Missionsvorgaben sind manchmal schon etwas merkwürdig gewählt, finde ich. Oh, viel Müll. Die Brücke verbindet die Garage mit dem Hauptgebäude. Trenne die Verbindung zur Drohne. Okay. Okay, damit können wir arbeiten. Alles klar soweit? Fassen wir alles nochmal zusammen. Ach, na gut. Die Ruffen halten Saul fest. Er ist irgendwo in ihrem Stützpunkt gefangen. Wir sind die Kavallerie, die ihn hoffentlich rechtzeitig rettet. Du gehst rein und ich gebe dir Deckung. Offener Kampf wirklich nur, wenn es gar nicht anders geht. Die sind viele, wir nicht. Wir müssen jede Chance ergreifen, die Oberhand zu gewinnen. Du holst Saul da raus und dann hauen wir so schnell wie möglich ab. Ist jetzt alles klar? Ja, holen wir Saul da raus. Perfekt. Mitch, ist der Van bereit? Hab getan, was ich konnte. Guck's dir an. Sauber, Mitch. Naja, ich musste ziemlich improvisieren. Egal, das wird reichen müssen. Moment noch. Ich hab da noch was. Falls Saul nicht schon tot ist, werdet ihr das hier brauchen. Aufgemotztes Superjet, Elefantendosis. Sollte seine Pumpe wieder auf Zack bringen. Nimm das Superjet, von wo? Das hoffe ich. Werd ihn kaum auf dem Rücken raustragen. Okay, das sollte alles sein. B, fährst du mit mir mit? Ich fahr allein. Ja, klar komme ich mit dir mit. Okay, du fährst. Ich soll fahren? Ja, ich muss noch an meinem Zielfernrohr basteln. Sehr gut, haben wir wenigstens was zu tun. Und sitzen nicht nur sinnlos daneben und müssen hoffen, dass die sich genügend unterhalten, bis wir dort sind. Brumm, 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 brumm. Wo soll ich denn jetzt hin? Okay, ich fahre einfach mal querfeldein und die ist total... Mein Gott, was ist denn das? Total matschig. Cool. Wir haben sogar ein Radio. Ist das Heckantrieb? Tuck dich aus, wenn du willst. Ja, ich brauche kein Radio, das ist mir egal. Ich bin eher... Wende mal. Wir sollen da rüber. Warum schickt denn der mich sonst so lang? Ich fahre jetzt einfach querfeldein. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt nur am Untergrund liegt oder... Ob es nur am Untergrund liegt oder ob das hier ein merkwürdiger Heckantrieb ist, was ich mir bei einem Van irgendwie nicht vorstellen kann. Aber es fährt sich auf jeden Fall sehr unangenehm hier in der Wüstengegend. Das könnt ihr natürlich nicht ganz nachvollziehen, weil ihr ja logischerweise nicht das... Ja, ihr steuert ja nicht. Ihr seht es ja nicht. Also ihr seht es, aber ihr fühlt es ja nicht. Oh Gott, langsam! Ich habe zu spät gemerkt, dass hier eine Leitplanke ist. Aber glücklicherweise geht es ja hier direkt weiter. Ach so, wie immer muss ich eigentlich gucken, ob wir... auf dem Weg eine Tarotkarte scannen können, aber es sieht nicht so aus. Alles klar. Weiter geht's. Und die unterhalten sich wohl gar nicht, oder wie? Toll. Weil sie an ihrem Zielfernrohr basteln muss wahrscheinlich. Ich weiß jetzt nicht, wie die Texturen hier sind, also ob ich diese Kakteen da umfahren kann, deswegen... Ich weiß nicht, dass er sich hat schnappen lassen. Andere, okay. Aber Saul? Du sagtest doch selbst, er ist nicht in Topform. Schon, aber Zivilisten unter starkem Beschuss über die Grenze schaffen? Dann einen Petrochem-Tanker klauen, die Ventile öffnen, Achten in den Sand malen und alles anzünden, um den Kids eine Show zu liefern? Das ist der Saul, den ich kenne. Jeder hatte seine Idole. Schon klar, aber... Eieieiei. Es ist so schwammig, so unfassbar. Es sieht wahrscheinlich aus, wenn ich überhaupt nicht fahren könnte, aber es liegt einfach an dem Fahrzeug. Aber irgendwie schaffe ich es noch, diesen großen Kakteen auszuweichen. Die kleinen kann man ja ohne Probleme umfahren. Ich weiß, ob es jetzt bei den großen auch geht, nicht dann hier das Auto kaputt fahre und die Mission deswegen scheitert. Und vielleicht weiche ich auch besser den großen Steinen aus oder den größeren. Ach, sag bitte nicht, dass ich hier nicht weiterkomme. Dann fahren wir hier lang. Siehst du das? Das ist ein richtig fetter Sturm. Was? Sieht übel aus. Wo denn? Sieht nicht nur übel aus. Wir müssen uns beeilen.
Okay, nochmal der Plan. Heller Sonnenschein. Du schleichst dich still und leise ins Wraith-Lager. Falls es doch laut wird, decke ich dir aus der Distanz den Rücken. Wir sind die ganze Zeit verbunden. Sobald du Saul hast, werfe ich den Motor an und wir hauen von hier ab. Hier geht's nicht weiter. Wir fahren nochmal hier runter und ich hoffe mal, dass wir jetzt hier irgendwie weiterkommen. Ja, ich weiß nicht, von welchem Sturm sie redet. Ich sehe, oh, da drüben kommt ein Sturm oder was? Come on, das schaffst du, come on. Krass. Wirklich ein krasser Sturm. Die Frage ist, kommt er jetzt wirklich näher oder bleibt er immer da, wo er ist? Wow. Oh, okay, man kann die auch kaputt fahren, gut. Wir müssen das Auto verstecken. Park neben dem Felsen. Hat er überhaupt irgendwelche Schrammen? Ja, okay, ich wollte schon sagen. Okay, los. Ich suche mir einen Hinterhalt und behalte dich im Auge. Pass da unten auf dich auf. Ach ja, ich muss ja wieder alles alleine machen, wie immer. Infiltriere das Lager. Ist das meine aktuelle Waffe? Habe ich mit der schon rumgeballert? Ich glaube nicht. Noch 201 Schuss. Infiltriere das Lager. Ich glaube, ich gehe mal von links ran. Es wird eh dazu kommen, dass ich dann wieder rumschießen muss. Also ich glaube nicht, dass ich das schaffe, dass mich niemand sieht. Ich habe mir jetzt auch nicht wirklich einen Plan gemacht, als ich mit der Drohne rumgeguckt habe, wo ich da vielleicht am besten reinlaufen kann. Ah, das hier scheint... Okay, bin auf Position. In deiner Reichweite. Das hier scheint mir aber eine gute Idee zu sein. Ach so, vielleicht nochmal speichern, verdammt. Wenn wir hier vorbeigehen, dann müsste der uns nicht mehr sehen. Sehr gut. Ist zwar komplett bescheuert, weil wenn ich ihn sehe, warum soll er mich nicht sehen? Ich bin noch nicht mal gebückt. Und trotzdem sieht er mich nicht, weil ich zu weit weg bin. Okay. Komme ich überhaupt von hier rein? Ansonsten nehmen wir die Treppe. Ist vielleicht sowieso besser, von oben irgendwie einzusteigen. Ja, das zu öffnen weiß ich nicht. Das erscheint mir nicht sehr, sehr schlau. Das ist riesengroß, dieses Tor. Da haben die mich sofort gesehen. Ach ja, und hier gibt es ja auf gar nicht auch wieder irgendwelche nervigen Kameras. Vorsicht, da ist ein Scharfschütze im Tor. Okay, Hauptgebäude. Halt die Augen offen. Saul muss irgendwo da drin sein. Ich fühle das. Denk dran, was ich dir gesagt habe. Finde den Kontrollraum, dann gehören die Kameras dir. Finde den Kontrollraum. Ich hoffe mal, dass das hier durch Zufall der Kontrollraum ist. Ich wollte ihn eigentlich töten, aber okay, dann nehmen wir halt die Variante. Ich glaube, das macht mehr Sinn, die umzubringen. Die sind ja auch böse und haben den einfach entführt und so. Was ist das wert? 241. Nehmen wir natürlich mit. Und dann haben wir noch 75, 39, medizinische Zange brauchen wir jetzt erstmal nicht, vielleicht um an ihm hier rumzuspielen. Pistolenmunition, perfekt. Die finden wir sowieso viel zu selten. Tomato Juice. Trinken. Okay, ist das jetzt der Kontrollraum oder... Ist der Kontrollraum? Du hast es so gewollt! Oh, verdammt! Scheiße, wie? Warum geht's so schnell und leise? Such Saul und macht euch Feuerwerker! Ich konnte nicht ahnen, dass da plötzlich jemand reinkommt. Ich bin ja total cool unterwegs und mach langsam. Nochmal Pistole. Und das ist dann das Resultat, oder was? Dafür konnte ich jetzt aber nichts. Verdammt. Haben wir irgendwas zum Aufleveln? Nee.
Ja, okay, dann müssen wir das halt alles wie immer machen. Also brutal. Mit Schießen. Hallo? Und dreckig! Oh mein Gott, was machen denn die hier? What? Ja, bleibt mal stehen, bleibt mal stehen! Alter, was ist denn los mit denen? Oh Gott, das werde ich sofort verlieren. Oh, diese 6 Schuss nerven auch. Fuck. Alter, wie viel sind denn das? Da habe ich mich doch in Ruhe auf den Weg gemacht, um die Kameras auszuschalten, war komplett cool stealth-mäßig unterwegs. Und das ist der Dank. Dass dann einfach jemand zur Tür reinkommt und mich sieht. Frechheit. Die sollen da bleiben, wo sie sind. Ach, jetzt bin ich doch schon drin gewesen. Ja, also die Pistole macht echt geil viel Schaden, vor allem bei Kopfschüssen, aber 6 Schuss ist halt echt ein Problem, wenn man gegen ganz viele gleichzeitig kämpfen muss. Ich denke aber, das ist trotzdem der beste Eingang da oben, weil da sind wir dann auch direkt am Terminal für die Kameras. Allerdings, ja, muss ich dann halt darauf achten, dass wir nicht wieder von jemandem gesehen werden, der da rumstromert. Vorsicht! Da ist ein Scharfschütze im Turm. Okay, Hauptgebäude. Halt die Augen offen. Saul muss irgendwo da drin sein. Ich fühle das. Denk dran, was ich dir gesagt habe. Finde den Kontrollraum, dann gehören die Kameras dir. So, die bringe ich sicherheitshalber lieber um. 756 wert, sehr geil. Hat sich also schon mal gelohnt, hierher zu gehen. Oh nein, oh nein! Scheiße, wie? Komm nicht so still und leise. Such Saul und macht euch vom Acker. Oh, da hat irgendwas Liedernes gedroppt, also was richtig cool ist. Aber vielleicht ist es leichter von hier jetzt, die in Ruhe abzuknallen. Oh Gott, sind das viele! Das sind 1 Million Leute! Ich seh nix. Ja, okay, wir gehen nicht nochmal hier hoch. Oh mein Gott, ich glaube, das macht echt gar keinen Sinn, hier in den Kampf zu gehen, weil, ihr seht's ja, es sind einfach viel zu viele. Ich werde wirklich tatsächlicherweise mich rumschleichen müssen. Anders, also macht's keinen Sinn. Ich weiß nicht, das wird viel zu anstrengend. Vor allem bei den vielen Gegnern, wir haben jetzt auch nicht unendlich viel Munition. 201 oder 207 klingt vielleicht auf den ersten Moment erstmal viel. Aber so viel ist das nicht, wenn ich hier, weiß ich nicht, 30 Leute abknallen muss. Oder vielleicht sogar noch mehr. Und gerade wenn ich dann eher im Nahkampf bin und nicht in Ruhe aus der Deckung irgendwie ballern kann, dann habe ich auch das Problem, dass nicht jeder Schuss ein Kopfschuss ist und dann brauche ich sowieso noch mehr Munition. Na, wir schauen mal. Vorsicht, da ist ein Scharfschütze im Gebäude. Jetzt speichern wir erstmal. Dass ich nicht jedes Mal herlaufen muss. Halt die Augen offen. Saul muss irgendwo da drin sein. Ich fühle das. Denk dran, was ich dir gesagt habe. Finde den Kontrollraum, dann gehören die Kameras dir. So, jetzt gucken wir erstmal, weil da eine Typ jetzt hier gleich kommt. Oh Mist, was machen wir denn jetzt? Da sieht er dann die Leiche hier. Oh, nicht geil. Was passiert, wenn er die Leiche sieht? Macht er dann, schlägt er dann Alarm oder? Scheiße, wie? So viel zu still und leise. Oh, fuck. Warte,
Mist! Oh, wie mache ich das denn? Wie bringe ich denn den Typ da zu Fall? Bevor er reinkommt. Wir machen hier erstmal einen Cut. Liken, kommentieren, abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, kein Video verpassen. Bleibt cool, bis zum nächsten Mal. Tschüss.